Und die sind nicht einfach alle leer. Na, da ist eine verschlossene Kiste. Was ist hier? Eine Kiste. Warum kann man die alle nicht aufmachen? Hier ist eine Kiste, die man nicht öffnen kann. Das kann man auch nicht machen. Hier wahrscheinlich auch nicht. Spielstrecken oder was? Gladys, na klar. Ich bitte dich, mach auf. Wird immer eines schwieriger. Oh, stimmt. Ja, gut, die hält es aus. So. Ah, jetzt haben wir keine Dietriche mehr. Hier. Alles klar. Da. Na gut, 3 haben wir immerhin schon mal. Jetzt wahrscheinlich erschwert um 11. Ja, da wird's zum Ende hin aber schon ziemlich schwierig, denke ich. Ich meine, so langsam gehen uns ja auch die Dinger, die übrigen Talentpunkte aus. Hier erschwert um 12. Warum Malus 10? Habe ich ja keinen Dietrich gegeben. Misslungen. Ja, der Fingerfertigkeitswurf war richtig blöd. Kannst du 350. Probier es nochmal. Genau, ist nämlich noch möglich. Aber wie gesagt, so langsam kommen wir an unsere Grenzen. Und wir müssen ja auch immer noch dem Typen das Emblem stehlen, was sehr schwierig werden kann. Verdammt. Ja, Fingerfertigkeit 19. Falle entdeckt, ja gut. Misslungen. Falle ausgelöst. Nochmal. Alter, wenn die Belohnung ja nicht wenigstens so hoch ist, dass wir die ganzen Dietriche ersetzt bekommen. Alter, das gibt's doch nicht. So, letzter Versuch gleich noch. Wahrscheinlich ist da eh keins drin. Vielleicht hier noch irgendwas, was man machen kann. Vielleicht finden wir ja einen Dietrich oder so. Uah, Alter, diese Kamera. Ah, das war eh der letzte. Kein Durchgang mehr, okay. Da wahrscheinlich in den beiden Kisten noch irgendwas. Wie sieht's mit der aus? Erschwert um 14 wahrscheinlich. Genau, genau. Ja, gut, dann probieren wir einfach nochmal das Taschendiebstahlzeug. Und dann geht es wahrscheinlich auch nicht und dann gehen wir wieder raus. Und kaufen uns noch ein paar Dietriche und vielleicht Haarnadeln. Aber da hat er jetzt wahrscheinlich nichts mehr, weil wir alles aufgekauft haben. Verdammt. Naja, gut. Immerhin haben wir schon mal ein paar Embleme gesammelt. Würde sich freuen. So, speichern. Schleichern. Taschendiebstahl. Und ich wünsche dir viel Glück, Gladys. Obwohl du es wahrscheinlich wieder verhaust. Machen wir nochmal kurz die Konsole an. Boah, geil.
Oh, bei Fex. Ich habe nichts bemerkt. Gratulation, das Problem ist euer. Juhu. Erschwert um 0. Betrag übrig. Okay, dann war es bei den anderen echt sehr knapp. Dann würde ich sagen... Soll ich schleichen? Nein, du sollst nicht schleichen. Du sollst... zu Kuano zurücklaufen. Ja. Ja, mit den anderen. Und wie viele Embleme haben wir jetzt? Fünf. Amazone voraus. Folgt mir. Fünf von 9. Okay. Komisch. Ich wüsste jetzt nicht, wo noch welche sein könnten. Da ist eine verschlossene Kiste. Warum das denn? Haben wir die übersehen oder was? Erschwert um 2? Ja, ich weiß nicht. Das schaffst du doch sicher, oder? Wie war das denn ganz am Anfang? Erschwert um 0, um 1 gelungen. Eieiei. Mit etwas Glück schafft sie es auf jeden Fall. Aber solchen Würfel würfen sowieso nicht. Hier, 17, 20. Wie soll man das denn machen? 17, 16. Ein Versuch noch. Okay. Nee, das ist nichts. Vielleicht kommen ja die, die wir schon haben, schon mal abgeben. Ansonsten kommt man einfach später nochmal vorbei. Emblem abgeben, da, ich habe etwas für euch. Fangt! Oh, 5 Embleme, sehr schön. Gut, dann müssen wir die wenigstens nicht immer mit rumschleppen. Hast du zufällig wieder neue Sachen? Fingerklinge kriegen der Fingerfertigkeit. Nee. Okay. Dann... Würde ich sagen, wir machen mal den Unglücksraben. Allerdings erst in der nächsten Aufnahme, denn ich beende diese sehr kurz, ich weiß, aber ich hatte halt nicht so viel Zeit in der letzten Zeit und heute auch nicht und deswegen ein bisschen früher und am Wochenende dann wieder ein bisschen länger, ne? Ist ja egal. Ich wünsche euch eine gute Nacht und esst was Schönes. Bis dann! Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Folge ist immer noch die gleiche Folge, weil es so geschnitten ist. Zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Drakensang. Ich hatte gerade schon mal 5 Minuten aufgenommen und dann ist das Spiel abgestürzt, weil Evernote oder so eine Synchronisierung gemacht hat. Bin ich auf dem Desktop zurückgekommen und dann hat es irgendwie eine Fehlermeldung gegeben. Deswegen mache ich den Anfang hier einfach mal ganz schnell. Wir waren hier gerade in der Diebesgilde. Ich werde es hier nicht allzu viel wiederholen, weil das ja noch in der einen Folge der Aufnahmewechsel stattfindet. Und genau, der Battle hat uns vorher auch schon die ganze Zeit verfolgt. Allzu viel ist nicht passiert, es waren nur 5 Minuten. Und zwar werden wir uns jetzt um den Handschmeichler kümmern, wie der ja so schön heißt. Da geht es zum Fürsten, zum Kosch. Ja gut, da müssen wir, glaube ich, schneller zum Preiusplatz kommen, wo wir hin müssen. Weil dort geht es in die Kanalisation von Ferdok. Und dort hat der eine Schneider ja seinen lustigen Handschmeichler verloren, den wir für ihn finden sollen. Und in dieser Aufnahme, oder jetzt erstmal, werden wir uns ein bisschen den Nebenquests kümmern, um eventuell noch ein bisschen Geld oder so zu verdienen, damit wir uns dann langsam in der Grafenstadt eine gescheite Ausrüstung zusammenkaufen können oder noch eine bessere Ausrüstung. Oder vielleicht stellt sich dann irgendwann ja mal heraus, wie es denn nun mit den Gefährten aussieht.
welche denn nun die ganze Zeit mitkommen und welche nicht und wie es generell mit der Hauptstory weitergeht. Stell dich nicht so an, Zottel. Ich rieche eine Quest. Waren wir bei denen eigentlich schon mal? Ein Holzhändler. Es ist wieder im Loop, oder? Ja, komm. Was ist los? Wie ich sehe, ist euer Bär entkommen. Ihr seht es ja. Normalerweise ist Zottel ja ganz friedlich, aber jetzt... Er hat sich von seiner Kette losgerissen und ist ans Wasser gerannt. Nun lässt er niemanden an sich ran und beobachtet die Fische. Er hört gar nicht auf mich. Wollt ihr es nicht einmal versuchen? Gut, wenn ihr wirklich glaubt, dass es was hilft, ich versuch's. Oh, mir fällt ein Stein vom Herzen. Vielleicht könnt ihr ihm ja gut zureden. Oder kennt ihr gar einen kleinen Zauberspruch? Mir wird schon was einfallen. Aber ihr dürft ihm keine Haar krümmen, ja? Zottel ist eigentlich ganz harmlos. Ich bitte euch, seid schön vorsichtig. Aber natürlich. Ich bin doch ein kleiner Tierfreund. Der entflohene Tanzbär. Jo, der Bär hat Hunger. Wir sollen ihn besänftigen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Quatschen wir doch einfach mal mit ihm. Ein Zauberspruch. Keine Ahnung, was er da für einen Zauberspruch geben könnte. Jedenfalls wahrscheinlich keinen, den wir haben. Vielleicht Charisma-Buff oder so. Tanzbär Zottel. Ja, stell dich halt direkt davor. Ich will den Bären sehen. Jetzt zicke nicht rum, du blöder Bär. Auf geht's, dein Herr wartet auf dich. Magie erscheint mir doch ganz ratsam. Na, komm mit. Ne, ich lass dich dann doch lieber in Ruhe. Nein, du nicht da. Komm weg. Die Kamera richtet sich auch immer da aus. Magie! Wir brauchen irgendeinen Zauberspruch. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Zauber, ich habe keine Ahnung welchen. Balsam Salabunde vielleicht. Das ist ein Heilzauber, was soll ich denn... Sensibar Empathikus vielleicht. Ah, ja, das könnte funktionieren. Das war irgendwas zum Ablenken, du hast eh keine Zauber. Sansibar Empathikus. Einmal die 4 auf Tanzbär Zottel. Hat es jetzt was gebracht? Ah, wenigstens die Kamera mal gescheit ausgerichtet. Und sie steckt im Bären drin. Na. Was sagt die Konsole? Rulana Tierkunde. Sensibar Empathikus auf den Tanzbär, bitte. Also die Konsole sagt auf jeden Fall nichts. Wahrscheinlich wirkt es nicht bei dem. Rulana Tierkunde. Rulana, Tierkunde. Was hast du da für eine Tierkunde? Tierkunde. 11, das ist doch recht hoch. Welche Dinger? Braucht es Mut, Klugheit und Intelligenz? Ja, gut, Klugheit auf 10. Talentwert unter 12 misslungen. Heißt, wir müssen den auf 12 kriegen, oder wie? Eine Tierkunde ist auf dem Maximum. Wie ist denn das? Wie hoch kann man das denn kriegen? Aha. Ein erfolgreich ausarbeiten. Aha. Keine Ahnung. Steigerungskategorie B. Ja. Irgendwas bei der Stufe. Sie ist abhängig, wenn man begrenzt die Höhe von Zauber- und Waffentalenten auf Grundwert. Zauberwaffen hat Talente. Grundwert plus 2 mal Stufe plus 3. 11 müsste da rauskommen. Weiß nicht. Grundwert plus 2? Ja, eigentlich hat 2 mal die Stufe. Also. Das ist der 4. Ja, 4, also 8.
1 plus 8 sind 9, plus 3 ist 12. Oder ist Grundwert 0? Ja, wahrscheinlich ist Grundwert 0 bei ihr. Dann 11. Heißt, wir bräuchten ein Level ab, um da höher zu kommen. 1841, Stufe 5, 1500. Nee, 2000. Ist ja nicht mal so viel. Dann probieren wir es einfach. Oder ist irgendjemand noch schon Stufe 5? Lass das mal vorgehen. Nein. Dann würde ich sagen, wir machen einfach jetzt die Quest. Die eine, da kriegen wir ein bisschen Erfahrung. Vielleicht haben wir dann Level Up. Dann machen wir Tierkunde auf 12. Oder 13 vielleicht, je nachdem wie hoch es geht. Und dann schauen wir mal, wie das dann aussieht. Erstmal will ich mir ein bisschen Holz kaufen bei Holzhändler Trautmann. Tretet näher. Ich habe alles rund ums Holz. Das ist ja fantastisch. Zeig mal. Pfeile, Bolzen, Lederbänder. Ja, sehr holzig. Gut, für Bogenbauer kann man da was kaufen. Ja, ich bin begeistert. Obwohl es vielleicht das falsche Wort wäre. Jäger Wulfrung. Ihr wünscht etwas über den Bogenbau zu erlernen. Nicht wirklich, danke. So ist es. Was kannst du mir zeigen? Bogenbau, Wildnisleben, Wildnisleben. Hat es irgendwie. Ja, Rulaner bestimmt. Pflanzenkunde, Fallenstellen, Tierkunde. Schwere Armutsbogen, gezielter Schuss, nö. Bei Taste zu verkaufen. Ihr wünscht. Anleitungen für Pfeile und Bögen und so. Verbesserte Sehne. Ja, kann man ja immer noch kaufen, wenn man es braucht. Eine Werkbank. Nehmen wir doch einfach lieber die Kiste auseinander. Das ist viel spannender. Der Hauptteil des Spiels besteht darin, irgendwelche Kisten und Fässer zu plündern, denke ich. Und hier kommen wir nicht weiter. Vielleicht irgendwann später, wahrscheinlich nicht, weil die Karte es auch nicht vermuten lässt. Da hochzugehen bringt, glaube ich, auch nichts. Sollten wir uns nicht mit irgendjemandem da oben treffen? Ah, guck mal, die drei schon wieder. Die haben doch gesagt, sie wollen irgendwelche Leute weiter verarschen. Also wirklich, Jungs, das geht doch nicht. Wir denken uns ein neues, ehrliches Spiel. Ich will's für euch hoffen. Jetzt gehen wir aber erstmal in die Kanalisation und versuchen für Rulana ein Level abzukriegen. Sollte in einem Dungeon und mit einer Quest ja nicht allzu schwierig werden. Dazu müssen wir die Quest aktivieren. Ach, dann ist das ja stimmt grün. Ja. Waren wir hier drüben eigentlich schon mal? Das kommt mir alles nicht so wirklich bekannt vor. Aber sieht auch nicht unbedingt nach brauchbaren Sachen aus. Ich meine, da die beiden Händler gut. Aber die waren ja, wie gesagt, auch nicht so spannend. Und da kommen wir gar nicht hoch. Ja, Holzfässer plündern und hier Riesenschemel oder so sammeln. Ist nicht unbedingt notwendig. Kisten. Ah, aber so eine Kiste vielleicht. Nee, das ist auch nur so eine kleine. Keine, die man öffnen kann. Hier, Kohle. Vielleicht ist hier was Interessanteres drin. Ulmenholz. Nee. Komm. Wir suchen mal die Kanalisation. Das sind Städter. Mit denen kann man nicht gescheit quatschen. Hier ist auch eher uninteressant. Hier Spießeffing. Der kann uns auch nur Nahkampfsachen beibringen. Genau, da ist Schneiderkrise und da geht's unter Ferdok in die Kanalisation, wo wir rein müssen. Hatschi, Gesundheit. Dann gehen wir mal dahin.